Auf der Strecke von Kathmandu nach Patan liegt das tibetische Flüchtlingslager. Hier werden nach alten tibetischen Traditionen Teppiche in Handarbeit hergestellt. Man kann den Tibetern dabei zusehen, die Teppiche natürlich auch erwerben. Die Tibeter leben zusammen in einem Dorf nahe Patan, haben eine Fabrikation gegründet und exportieren ihre Teppiche ins Ausland. Selbstverständlich gibt es auch hier einen Tempel, in welchem Sie Ihre religiösen Zeremonien feiern können. Und so kann die Pflanze an das Holz, also dieses gelbe Holz, auch dieses kann man auch dann wieder ins Souvenir machen. Und so dann die Masse. Die Stadt Patan verfügt über viele kleine Kunsthandwerkerbetriebe und Läden. Hier kann man sehr gut vor allem Statuen aus Holz und Bronze oder auch Bilder erwerben. Auch unser richtiger Stil. So, heute noch in den Bergen, die Leute einheimisch, wenn sie irgendwo dann verkauft, dann in die Stadt geht und so immer. So richtig eine hier fest anbinden und Dolze dann einfach hier einstecken. Oder die Burkas hängen immer, egal dann dieser schwarze bekleidete oder grüne bekleidete Soldat. Wenn man es nicht genau weiß, bemerkt man kaum, wo Kathmandu aufhört und Patan, das frühere Lalitpur, anfängt. Baulich gehen beide Städte ineinander über. Patan, die zweitgrößte Stadt des Kathmandu-Tales, ist nur 5 Kilometer von Kathmandu entfernt. Thank you.
Der Durban Squire von Patan ist wie der in Kathmandu die Hauptattraktion der Stadt. Auf diesem Platz, der harmonischer wirkt wie sein Pendant in Kathmandu, findet man die meisten nevarischen Bauwerke Nepals. Kathmandu ist der neueste, 11. Jahrhundert nach Christus gegründet, Kathmandu 3. Jahrhundert nach Christus gegründet, aber die Stadt Patan wurde 2. Jahrhundert vor Christus gegründet. So, hier in Patan wurden immer noch mehr als 80% der Einwohner sind buddhistische Gläubige. Deshalb dann hier in Patan gibt es auch mehrere buddhistische Monumente. Vihara gehört immer buddhistisch, aber Tempel, Pagode oder Shikara-Tempel gehören hinduistische Religion. Gibt es auch einige Ausnahmen. Dieser Pagode-Tempel oder Shikara-Tempel gehören auch dann wieder buddhistische Religion. Und auf diesem Tempel dann hängt auch wieder so Himmelsleit. Und dann die Leute kamen hin und die Zeremonie gefeiert. Aber 16. Jahrhundert ist in Patan ein dann wieder so Shikara-Tempel gebaut. Und dieser älteste Shikara-Tempel sehen wir, wenn wir dann zum Palast hingehen. Also in Nepal oder in Kathmandu da hat hier sehr stark geschneit. Im Winter sehr stark geschneit, aber heute schneit es nichts mehr. Wenn du ein bisschen fachhäckiger oder ein Gurke-Tempel baut, so vielleicht dann wieder, wenn es schneit, schnell dann hält der Rauch und die Monumente werden schnell kaputt. Oh.
Der aus Stein errichtete Krishna-Tempel besteht aus 3 Etagen und ist stark von der indischen Mogul-Architektur geprägt. Die eindrucksvollen und kunstvoll mit Holzschnitzereien und Steinmetzarbeiten verzierten Tempel sind dem Gott der Händler, dem Gott der Tongefäße, dem Gott der Handwerker, des Regens, Shiva und Garuda geweiht. In Kathmandu hat es 3 Königreiche gegeben und damals gab es große Konkurrenz. Jeder König möchte sein Königreich etwas schöner als die anderen zu machen. Ja? Deshalb, und, egal was Neues in Bhaktapur gebaut, gleich der König von Patan hier auch weitergebaut oder in Kathmandu. Deshalb sind die meisten Monumente, was im Palast später sehen können, sind meistens ab 15. bis 18. Erdbeben hat die meisten Monumente kaputt gegangen und durch der Tunnel auch dann. Das beeindruckendste Bauwerk ist natürlich der Königspalast mit seinem goldenen Tor. Zu den wunderbarsten Steinmetzarbeiten des Landes zu zählen, ist mit Sicherheit ein mit zahllosen Götterfiguren verzierter Badetank in einem Innenhof des Palastes, der durch ein Leitungssystem mit Wasser der naheliegenden Berge versorgt wurde. In einem weiteren Innenhof des Palastes finden wir ein sehr schönes Lokal, welches für eine Stärkung genau das Richtige ist. Im Jahre 1867 wurde die Geschichte von der Rivalität der 3 Königshäuser, die in allen Bereichen des Lebens miteinander konkurrierten, geprägt. Dieser Rivalität und dem daraus resultierenden Wettbewerb um die schönste Stadt und die prachtvollsten Bauwerke entsprangen die herausragenden Kunstwerke, die wir heute im Kathmandu-Tal bewundern können. Die Geschichte der Malerkönige ist ebenso eine Geschichte der Künste. Unzählige Tempel, Pagoden und Heiligtümer entstanden unter den geschickten Händen nevarischer Baumeister und Schnitzkünstler. Das Kathmandu-Tal gelangte in dieser Epoche zu Reichtum und Wohlstand. Vor allem auch deshalb, weil es nach wie vor ein wichtiger Umschlagsplatz auf der alten Handelsroute von Tibet nach Indien war. Aufgrund der Einnahmen aus Wegezöllen, aber auch durch die Herstellung
und den Verkauf von Waren für das Ausland wuchs der Wohlstand im Tal. Ein wichtiger Partner dabei war Tibet, das unter anderem auch die Münzen geprägt und Bronzefiguren für die Ausschmückung der Tempel geliefert hat. Ganze kaputt, dann 17. Jahrhundert, die ganze Tempel abgebrannt wurde und dann wieder die Tempel wieder aufgebaut und 17. Jahrhundert die Tempel wieder abgebaut, haben die fünftägige Pagode gebaut und seit dann ist die fünftägige Pagode darüber, das heißt die verehren die zwei Personen, meistens weibliche und männliche. So in dem Tempel, da drinnen geht es auch die gleiche, das Überlingen, ein bisschen größer und vier Kurve, alle vier Himmelsrichtungen sind dieser da. In dem Tempel kommt jeden Tag für morgen eine richtige Pagode-Tempel. Oder in dem Tempel hängen auch die Windglocke. Und die Leute glauben, wenn der Wind kommt, Glocke sich läutet und kommt eine so gute Stimme. Und hören die Gottheit, werden sie erfüllt und machen sie immer positiv. Immer sagen positiv sagen. Deshalb dann am Tempel hängen auch wieder Windglocke. So, hier rund um dieser Tempel sieht man auch die wunderschönen Häuser und mit den Holzschnitzereien und so. Das war früher Pilger Unterkünfte, weil früher gab es keine Autostraße. Dann ist ja ein großes Fest gefeiert und dann die Leute, wir wollten nach Paktapur oder dann... Nach der Regierungszeit der Malla-Könige begann die Shah-Dynastie in einem vereinten Großkönigreich Nepal. Eingeklemmt zwischen China und Britisch-Indien wurde jegliche Missionierung in Nepal untersagt und ein Einfuhrverbot für fremde Ware verhängt. Der erste Schah handelte nach dem Motto: Mit der Bibel kommt das Bajonett, mit den Händlern kommt die Muskete. Diese Dynastie hielt sich bis 1972. So, das ist wieder ein buddhistischer Pagode-Tempel. Ich habe schon gedacht, bei Buddhisten gibt es kaum dann Pagode, also Tempel, die haben nur Klöster und Stupa. Das ist wieder eine Ausnahme, wieder dreidächtiger Pagode-Tempel. Gehört auch buddhistische Religion. Vihara Tempel. Bist du nachholen bitte? Hiranyavarna Mahavihara. Hiranyavarna Mahavihara. Sehr lang. So, Pathan war älteste buddhistische Stadt der Welt und später Tibet auch buddhistische Königreich geworden. Jetzt haben wir etwas Geld zum Tempel gespendet. Auch dieses Geld, dieser Tempel immer weiter gefahren, wieder mit der Gold geplättet. Deshalb dann dieser Tempel heißt wieder Goldenen Tempel. Da unten gibt es also drinnen in dem Tempel Hauptfigur, dem Gott Buddha, heißt auch wieder Shakyamuni Buddha. Und an dieser Tour haben sie alles mit echtem Silber gebaut. Da drüben und da oben hängen sie auch dann wieder Himmelsleiter. Heißt auch der letzte Schah, König Birindra, übernahm zunächst das System seines Vaters. Doch Birindra, mit westlicher Bildung ausgestattet,
kümmerte sich um eine Reihe lokaler Probleme. Er ließ im Jahre 1979 die Bevölkerung über die weitere Existenz des Panchayat-Systems abstimmen. Es bildeten sich verschiedene politische Parteien, die zu Volksaufständen führten. Das Panchayat-System wurde beendet und ein Mehrparteiensystem eingeführt. Im November 1990 gab der König eine neue Verfassung bekannt. König Birendra war zu seiner Zeit der beliebteste König im Land. Er und der größte Teil der Königsfamilie wurden im Jahre 2001 unter mysteriösen Umständen in einem bis heute nicht aufgeklärten Massaker im Königspalast ermordet. Die einzige Straße von Kathmandu in das fruchtbare Tal bei Pokhara führt über den Highway. Alle Waren für dieses Tal sowie Obst und Gemüse für Kathmandu müssen über diesen Highway transportiert werden. Noch in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts bestand der Verkehr lediglich aus Fußgängern, Reitern und von Wasserbüffeln gezogenen Karren. Heute wird diese Straße Tag und Nacht benutzt und es ist eine abenteuerliche Fahrt. Noch heute benötigt man 8 Stunden von Kathmandu nach Pokhara durch dieses wunderschöne fruchtbare Tal. Thank you.
kleine Ortschaften bieten zahlreiche Garküchen und Lokale als Verpflegung für die Durchreisenden sowie Übernachtungsmöglichkeiten an. Aber die sind dann für die Aussicht, die dann für die Türen machen.